Hallo, ihr Lieben. Wir sind hier mittemorgen im Kampf. Und zwar in Stratholme. Haupttor heißt es hier, glaube ich. Wenn die zwei hier down sind, zeige ich euch das gerade noch mal. Und zwar sind wir erst hier lang, darüber hier hin. Jetzt haben wir es bis da geschafft. Und da fehlen halt noch zwei Bosse. Und die erledigen wir jetzt. Oder sie uns, je nachdem. Ii, wir sind doch schon ein paar Mal gestorben. Ii, ungültiges Ziel. Grrr, jetzt aber. Und drauf. Na komm, Herzi, lass dich nicht lumpen. Geh drauf. Okay. So. Ich wollte auch noch ein Loot. Da ist was. Auch süß. Und guckst du so, keine Ahnung. Ah, nicht zu viele ziehen. Zieh die mal lieber hierher. Grill. So. Denn da drin? Stimmt mal nichts, oder? Gibt es hier irgendwas Tolles? Ne. Ein kleines Ablenkkämmerlein ist das. Ah, nicht so viele. Eieiei. Und drauf. Na komm. Ein dicker Lederhut wollte ich doch immer schon mal haben, sowas. Die Kandelaber hier sehen auch toll aus, oder? Richtig schöne Farben. Das hier heißt ja nicht umsonst die Scharlachrote Bastion. Und wo ist der Obermacker? Na, erstmal die kleinen hier. Na, so klein sind die teilweise auch nicht. Da kommen die nächsten um die Ecke. Da ist ein Fragezeichen. Und ein Obermacker, Balnazar. Der sieht ja gewaltig aus. Okay, und hier drüben ist der andere Typ. Der hat auch nicht viel weniger Leib. Machen wir jetzt Schnick, Schnack, Schnuck oder welchen nehmen wir? Machen wir mal ein Feuerchen. Bis die sich entschieden haben, wem wir jetzt draufgehen. Ah, Wutlöckchen. Keine gute Idee. Puh. Zum Glück hat der Healer schnell geschaltet. Jawohl. Okay. Irgendwas drin. Gurt der Voraussicht mit Int. Nix für uns.
Ich auch mal hier gucken, wenn da alle gucken gehen. Da irgendein tolles Buch. Da, die Geißel von Lord Aeron. Und ansonsten gibt es hier nichts, oder? Oh, ein unvollendetes Gemälde. Cool. Hutlöckchen braucht das auch noch. Komm hierher. Da hüpfen. Hehe. Wunderbar. Das war's doch schon. Was ist das denn? Verzauberter scharlachroter Faden? Nehmen wir doch auch noch mit. Was auch immer man mit dem anstellen kann. Okay. Wo sind denn die ganzen Fragezeichen? Glaubt ihr Dummköpfe etwa, ihr könntet mich so leicht besiegen? Stellt euch der wahren Macht des Nahtrezen. Fragen wir doch nicht lange und schicken unser Tier drauf. Ach, guck, ist er schon gleich down. Okay, ein bisschen noch, aber fast. Juhu! Und da hinten glitzert was. Krone der Tyrannei. Hey, die sieht doch gut aus. Was hab ich an? Ja. Sieht gut aus. Wollen wir doch mal gleich haben. Und das hier ist Leder. Das gönnen wir doch irgendeinem Schami oder so. Ach, habe ich auch gekriegt. So. Da kann ich den tollen Tabak abgeben. Bei ihm hier kann ich auch mehrere Sachen abgeben. Ach, kann mich gar nicht entscheiden hier. Oh, das sieht gut aus. Ein Rücken. Der kann auch entzücken. Das hier geben wir noch ab. Und noch eine Quest. So. Alles klar. Und da draußen scheint auch noch einer zu sein. Ja, entweder da draußen oder sonst wo. Da. Puh. Okay. Schneiden wir Enten. Und drei sind noch da. Aber ich denke, die Quests haben wir jetzt alle gemacht. Kontrolliere das mal, ob ich noch welche habe. So. Nee, hier habe ich nichts mehr. Gut, dann verkrümmeln wir uns. Juhu! Hui! Das war jetzt ja mal eine lange Geschichte. Aber es war ja auch eine lange Instanz. Dann bringe ich jetzt gerade mal hier die Sachen in die Stadt, die ich hier auf Wunsch geholt habe. Das Bildchen hier interessiert mich ja auch mal, was das hier werden soll. Naja, jetzt erstmal in die Stadt rein. Da habe ich ja schließlich drei Fragezeichen. Schwupps. Da ist schon das erste. Boah, ich glaube, ich verkaufe da auch gleich mal was. Aber später. Da kann ich was abgeben. Bei diesem Geheimdienstler. Oh. Soll ein Heißluftballon startklar machen. Das klingt ja interessant. Und da hinten ist noch eine Quest, die ich abgeben kann. Da. Bei Zupfbogen. Och nee. Soll schon wieder den schlechter Bot benutzen. Und da oben ist der Heißluftballon. Was mache ich denn jetzt? Ich zeige euch jetzt erstmal, wie Archäologie funktioniert.
Dazu gehe ich hier raus. Und dann hoppele ich dahin, wo mir dieses Feld angezeigt wird. Das könnte jetzt gefährlich werden, aber ich probiere es. Ich wollte euch nämlich mal anhand der Map zeigen. Hier, da wo so Archäologiegebiete sind, da ist immer so eine kleine Lupe drauf. Hier zum Beispiel auch, da drüben. Okay, vielleicht sollte ich jetzt langsam mal wieder gucken. Puh, nichts passiert. Hehe. Oh, ist da eine Kobra? Oh ja, schön. Ich will auch eine Kobra. Kann die nicht irgendwas von der Schlange? Habe ich doch letztens nachgeschaut. Toll, jetzt bin ich betäubt. Ich wollte eigentlich die Kobra anspitzen. Da. Nein, nicht die Kobra ärgern, Schätzchen. Da, Gewandtheit der Schlange. Klingt ja schon schön. Aber die Kobras oben in Tanaris, Quatsch. Laber, laber. Da in 1000 Nadeln, die haben mir etwas besser gefallen von der Farbe. Die waren so richtig schön bunt. Ja, du willst es wieder wissen. Wieso gibt es hier eigentlich kein Erz? Was ist denn das hier für eine Sauerei? Haben das die anderen schon weggefarmt oder wie? Oder ich muss ein bisschen dichter an die Berge gehen. Das kann sein. Gut. Dann gehen wir doch jetzt mal darüber. Hui. Was sind die denn für welche? Dünenscherenbrotlinge. Wahrscheinlich auch nichts anderes als ein Skorpid. Na, was gibt es hier? Ach, Gold. Nee. Ich brauch Thorium. Was gibt's denn hier? Oh, Mithril geht. Gibt vielleicht noch 20 Punkte, aber besser als nichts. Für Inji brauche ich es eventuell noch. Da gucke ich mal. Hier. Ja, okay. Ah, Mithril-Gehäuse. Und ich wollte die schon ins Aha stellen. Dann hatte ich hier im Aha geguckt. Aber hier im Aha ist nichts los. Da gibt's das sowieso nicht. Und bei den Goblins ist es auch immer so teuer. Und dann habe ich gedacht, ich stelle es ins Ali-Aha. Aber ich sehe gerade, dass ich diese Gehäuse ja brauche. So, wo ist denn hier der Questgeber? Komm mal her, du. Tag. Blut von Trollen der Sandhüter soll ich sammeln. Es geht um irgendein Schwert und um Voodoo. Gut. So ganz genau will ich das jetzt gar nicht wissen, was hier abgeht. Da ist einer von den Trillorden. Okay, was hat der da? Nichts Besonderes. Ach, apropos Säcke. Vielleicht habt ihr es ja schon gemerkt. Ich habe mir doch den Bergbausack gegönnt. Und ich war in Sturmwind und habe mir das Sturmwindränzchen besorgt. Oh, da fällt mir ein und auf. Wo ist denn der neue Umhang? Hey, da war noch ein Umhang, oder? Warte mal, erstmal ziehen wir den neuen Kopf da auf. Was habe ich denn für eine Schulter? Ah, die hat viel mehr Beweglichkeit. Weiß nicht. Aber Leder. Das überlege ich mir noch. Aber schön ist sie trotzdem. Da war doch irgendwo noch eine neue Schulter. Was ist das denn? Die Beine hier sind auch besser als meine. Anziehen. Habe ich die Schulter nicht gekriegt? Nee, nicht die Schulter. Ich meine, Moment. Hä? Wo auch immer. Was geht denn ab? Sehr seltsam. Ich dachte, ich hätte eine Schulter bekommen. Ich meinte einen Umhang. So, immer langsam mit den jungen Pferden. Wie Sie sehen, sehen Sie nichts. Doch, da ist jetzt dieses Archäologiegebiet. Und das funktioniert jetzt so. Jetzt gucke ich erstmal, wo Archäologie ist. Da, bei den Berufen. Da haben wir ja noch eine 1, weil da können wir noch nichts. Dann nehme ich mir diesen Spaten. Ich ziehe mir den jetzt gerade mal auf die 3. Und das Archäologiebuch ziehe ich mir mal darüber. So. Und zwar funktioniert das jetzt so. Ich kann jetzt diese Schaufel benutzen. Und da seht ihr, dass da so ein Fernglas ist, so ein Ortungsgerät.
Und das hier ist rot und das zeigt, dass der Fund noch ziemlich weit weg ist. Also kann ich getrost nochmal auf meinen Mount gehen und da noch eine ganze Weile reiten. Oh, was ist das denn süßes? Flache Gräber. So, jetzt kann ich vom Mount aus wieder hier draufklicken. Jetzt seht ihr, dass es gelb ist. Die Entfernung ist nicht mehr ganz so weit. Und das Ding zeigt in diese Richtung. Also laufe ich dahin. Da ist es schon. Ein archäologischer, trollischer Fund. Ey, gibt eigentlich noch fett Erfahrung. Und dasselbe Spielchen jetzt in diese Richtung. Und damit es uns nicht so langweilig wird, können wir zwischendrin natürlich auch noch ein paar Trolle töten. Wir sollen ja schließlich dieses Blut finden oder besorgen. Der hatte keins. Mann. Wieso hat er nicht geblutet? Schweinerei. Juhu. So. Jetzt schauen wir mal, wo das ist. Da ist es grün, das sieht gut aus. Noch ein kleines Stückchen, da ist die nächste Tafel. Und da schnappen wir uns doch gleich noch diesen Düsterscheren-Peitscher. Der muss mit. Oh, da fällt mir doch gerade auf, dass ich kein Knurren anhab und dass ich deshalb die Akku gezogen habe. Hm. Nochmal hacken. Am Anfang, als es Archäologie gab, also zu Katterzeiten, da konnte man nur dreimal in jedem Gebiet nach Fundstücken suchen und jetzt kann man das sechsmal tun. Also man hat die Möglichkeit, bis zu sechs Stück davon zu finden. Also sechsmal welche zu finden. Wie ihr seht, waren das einmal acht, nochmal acht und dann sieben, also 25, wenn mich nicht alles täuscht. Da geht's rüber. Ja, Entschuldigung. Erst aufhören zu laufen und dann haken. Na. Müsste es jetzt aber bald kommen, weil gleich ist das Gebiet zu Ende. Da, am Rand. Jetzt haben wir das, glaube ich, viermal gemacht. Jetzt geht es noch zweimal. Das kann jetzt ein bisschen weiter weg sein. Ach, immer noch rot. Dann gehen wir mal auf unseren Ölök. Wahrscheinlich auf der anderen Seite von diesem Berg. Zum Glück ist das Gebiet nicht so groß. Es gibt Gebiete, die sind riesig. Es gibt aber auch ganz winzige Gebiete, da brauchst du dich fast gar nicht bewegen. Und dann kriegst du schon die nächsten Teile. Okay. Die mag das nicht, dass ich hier rumbuddel. Warum auch immer. Gut. Jetzt müssen wir das Teil gleich haben. Ich habe jetzt nicht aufgepasst. Okay, es ist das fünfte. Weil, wenn man dann nicht mehr buddeln kann, verschwindet das Gebiet. Es ist aber noch da. Also waren wir erst fünfmal zugange. Und noch ein. Yeah. Sehr schön. Jetzt gehen wir zweimal kurz hier auf den Berg. Ganz da oben. Juhu! Und ich erkläre euch das mit der Archäologie. Hier seht ihr, dass wir Trollfragmente gefunden haben. Das sind auch die ersten und einzigen, die wir jetzt kennengelernt haben. Archäologie ist jetzt auf 7 von 75. Und jetzt kann ich mit diesen Trollfragmenten, also heißen die überhaupt Trollfragmente? Ja.
mit diesen archäologischen Fragmenten, in Klammern Trollisch, was herstellen. Da klicke ich da drauf und da kann ich eine Voodoo-Puppe herstellen. So, wupp, da habe ich dann auch gleich 5 Archäologie mehr bekommen und habe irgendwo eine Voodoo-Puppe im Gepäck. Da ist mein neuer Rücken. Geht doch. So, jetzt wisst ihr schon mal ein bisschen Bescheid und ich hoffe, ihr konntet damit was anfangen.